Das Rätselraten um den Tod von hunderten Meeresschildkröten vor der Küste von El Salvador geht weiter. Das Umweltministerium des Landes veröffentlichte jetzt diese Bilder, die zeigen, wie tote oder kranke Tiere aus dem Pazifik gefischt werden. Die kranken Schildkröten sollen von Tierärzten versorgt und nach ihrer Genesung zurück in den Ozean gebracht werden. Die toten Tiere werden in Laboren untersucht, um die Ursache für ihr Sterben herauszufinden. Bisher gab es hierzu noch keine weiteren Informationen. Im Jahr 2013 hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. Damals hatten Tests ergeben, dass die Meeresschildkröten durch eine giftige Algenart umgekommen waren, von der sie gefressen hatten.